Der Herbst ist vermutlich die farbenfrohste Jahreszeit, zumindest hier in unseren Breiten. Und was mir besonders gut gefällt im Herbst, sind die Pilze. Da gibt es wunderbare Motive, solche, solche, solche oder solche. Und wie euch solche Fotos auch gelingen, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Der Herbst ist angekommen und die erste Oktoberhälfte beschenkt uns noch einmal mit wärmenden Sonnenstrahlen. Vor einem Jahr habe ich viel Zeit damit verbracht, Pilze zu fotografieren. Und so mache ich mich auch heute wieder auf die Suche. Hier, wo die Pilze freien Auslauf haben, befinden sie sich in der Regel ja immer am Waldboden. Und das ist schön, allerdings ist es auch problematisch, weil es hier, zumindest jetzt aktuell, wo die Bäume noch laubtragend sind, relativ dunkel ist. Da muss man dann so ein bisschen sich aushelfen. Ich habe hier so ein LED-Panel mitgenommen. Das kann man hier in der Helligkeit, aber auch in der Farbtemperatur kann man das hier so ein bisschen ansteuern. Und dann kann man hingehen und die Pilze partiell ausleuchten. Braucht gar kein LED-Panel dafür. Das kann man auch zum Beispiel mit einer kleinen Taschenlampe oder einfach mit der Handytaschenlampe, das geht auch ganz gut. Und dann kann man die Pilze gezielt anstrahlen und erreichen, dass sich der Pilz ein bisschen vom Hintergrund dahinter abhebt und überhaupt hell genug ist, dass man ihn fotografieren kann. Und das versuche ich jetzt hier einfach mal. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ich habe jetzt in meiner Kamera das 60 mm Makro von Canon und da hat man eine Offenblende von 2,8, da kann man ein bisschen mit auf jeden Fall arbeiten und das Schöne ist, man kann damit ein wunderbares Bouquet zaubern, gerade jetzt, wenn die Sonne so durch die Blätter durchscheint und man das in den Hintergrund bekommt, ist es immer sehr, sehr schön. Das Problem ist, wenn man offenblendig fotografiert, ist es in der Regel so, dass der Pilz zwar vorne scharf ist, aber dann schon die Hälfte des Pilzes nicht mehr scharf ist. Und das wollen wir vermeiden und da gibt es einen Weg, wie man da so ein bisschen die Kamera austricksen kann. Man kann nämlich mit dem sogenannten Focus-Stacking arbeiten. Das bedeutet, die Kamera macht eine Reihe von Bildern, 10, 20, 30 oder mehr, wie man möchte, und macht zwischen den einzelnen Aufnahmen, justiert die Kamera den Fokus ein ganz, ganz kleines bisschen nach hinten, sodass der Pilz Stück für Stück für Stück für Stück scharf gestellt wird. Und der Hintergrund bleibt schön weich gezeichnet, weil man eben weiterhin offenblendig fotografiert und das Ganze muss man am Ende am Computer nur noch zusammenfügen. Es gibt auch schon Kameras, die können das schon in der Kamera. Das kann meine jetzt gerade nicht, aber ich kann das nachher am Computer machen. Und ich guck mal, ob mir das hier gelingt. Es ist erstaunlich, wie man nach und nach immer mehr Pilze entdeckt, wenn sich das Auge erst einmal daran gewöhnt hat, was man da eigentlich sucht. So ganz scheint sie noch nicht da zu sein, die Pilzzeit. Und ich beschließe, es in ein paar Tagen nochmal zu versuchen. Doch manchmal kommt es anders als geplant. Die wenigsten von euch werden wahrscheinlich schon mal eine Eule am helllichten Tag im Wald gesehen haben. Dabei ist das ehrlich gesagt gar nicht so eine Seltenheit. Viele Eulen, wie zum Beispiel der Waldkauz, nutzen ihre Schlafbäume, um sich da auch tagsüber zu sonnen. Manche nehmen sogar ein richtiges Sonnenbad. Und ich habe da was gefunden, das zeige ich euch. Jetzt kommt mal mit. Alle paar Wochen komme ich hierher, um meinen Freund den Waldkauz zu besuchen. Die Vögel sind standorttreu und so hat man manchmal beinahe das Gefühl, wir wären verabredet. Umso glücklicher und überraschter bin ich, ihn dieses Mal nicht alleine anzutreffen. Thank you.
Vielleicht ist euch bei meinen Bildern etwas aufgefallen, was mich zum Sponsor des heutigen Videos führt. Die Firma K&F Concept hat mir freundlicherweise einen stufenlos verstellbaren ND-Filter zur Verfügung gestellt, welcher mir ermöglicht, auch am helllichten Tag die Eulen bei ihrem Mittagsschlaf offenblendig zu filmen. Mitte Oktober ändert sich das Wetter über Nacht. Die ersten Herbstregen ziehen übers Land und der Wind nimmt zu. Heute bin ich mit Henrike verabredet. Wir wollen sehen, ob uns die Pilze noch eine weitere Chance geben. So, 3 Tage später. Heute Nacht ist es dann endlich passiert. Es hat geregnet. Und wir hoffen, dass das ein bisschen das Pilzwachstum angeregt hat. Wir haben uns ein kleines Stückchen Wald hier im Kottenforst ausgesucht. Henrike ist hinter mir schon und hat da schon aufgebaut, ist da fleißig zugange. Und wir hoffen irgendwie, dass wir heute so ein bisschen mehr Glück haben noch mit den Pilzen. Also dieses Pilzfotografieren sieht ergonomisch immer so wie eine Vollkatastrophe aus. Ja. Ich finde es richtig nett, dass die nicht einfach weglaufen. Das ist toll, ne? Ja. Ich stehe ja schon Schlange. Ich will auch noch gleich an den Pilz ran. Ja, ich glaube, jetzt darfst du. Sag mir, wenn du mit ihm fertig bist. Ich nehme so lange den da. Jetzt mal die ersten Testfotos ganz normal gemacht und schönes Foto, schönes Motiv, was Henrike hier gefunden hat. Jetzt ist es aber so, wir wollen ja im Hintergrund das schöne Bouquet haben, was wir kriegen, wenn wir offenblendig fotografieren. Das Problem ist aber, wenn man das macht, dann ist der Pilz nicht so hundertprozentig scharf. Also schon ein schönes Foto, aber eben die vordere Kante ist scharf und die Lamellen hinter, die verschwimmen irgendwie so ein bisschen und das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir jetzt versucht, mit Fokus-Stacking zu arbeiten. Henrikes Kamera kann das sogar in der Kamera selbst. Meine kann das leider nicht. Das muss ich nachher am Computer zusammensetzen. Aber der Unterschied ist auf jeden Fall deutlich sichtbar. Ein Foto, wo man so gar nicht versteht, was da jetzt passiert ist. Aber man sieht, dass irgendwo ein Pilz drin ist. Hast du die Pfade der realistischen Fotografie verlassen und bist jetzt bei der abstrakten Kunst angekommen? Zeig mal. Das ist dann schon wieder eher so nach dem Prinzip, ist das Kunst oder kann das weg? Wenn ihr das Ganze auch mal ausprobieren wollt, euch aber noch nicht so alleine traut, kein Problem. Nächstes Jahr am 20.10. 2024, haben wir gesagt, wollen wir euch mitnehmen zu einem kleinen Workshop Pilzfotografie im Wald. Das Ganze soll hier in Bonn stattfinden und wer daran Interesse hat, der darf das bitte unten in die Kommentare schreiben. Wir schreiben euch dann an, sobald die Anmeldung öffentlich ist und dann seid ihr die Ersten, die wir mitnehmen und da freuen wir uns ganz besonders darauf, euch auch mal in Persona kennenzulernen. Bis dahin sagen wir, also nicht bis dahin kommen noch ein paar Videos, aber auf jeden Fall für heute sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Wir dürfen nicht vergessen, dass deine Kamera da noch ist. Ich hole das noch gerade.